Ja, hallo, mein Name ist Rainer Gerhardt und ich möchte kurz vorstellen, auch vielleicht ein bisschen länger, wie man von einem Voronoi-Diagramm, ich habe hier gerade schon eines, zur Dilloni-Triangulation gelangt. Bevor ich das im konkreten Fall mache, möchte ich aber ein paar Grundlagen noch kurz erläutern. Und zwar brauchen wir zum einen den Umkreis eines Dreiecks. Wenn wir uns dann nochmal erinnern an die Geometrie, dann ist der Umkreis eines Dreiecks, zeichnen wir mal ein Dreieck, so definiert, dass die Mittelsenkrechten dieses Dreiecks, also sagen wir mal, so ungefähr, dass der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten der Punkt ist, um den der Umkreis geschlagen wird. Und da alle Punkte in der Mittelsenkrechten der gleich weit voneinander entfernt sind, also sagen wir mal, hier ist unser Punkt A, B, C, dann ist A gleich weit von der Mittelsenkrechten wie B entfernt. B ist aber offensichtlich auch gleich weit von dieser Mittelsenkrechten entfernt wie C, und C ist damit auch entweder über Transitivität oder hier über die Beziehung auch gleich weit entfernt. Die sind gleich weit entfernt, ergo liegen sie auch alle auf einem Umkreis, der jetzt bei mir natürlich nicht kreisförmig aussieht. Also Mittelsenkrecht, um den Umkreis zu ermitteln, eben die Mittelsenkrechten ermitteln, den Schnittpunkt bilden, und dieser Schnittpunkt ist dann der Punkt, um den der Umkreis geschlagen werden kann. Umgekehrt können wir aber auch sagen, wenn ich jetzt mal so eine Konstruktion betrachte, wo ich drei Strahlen habe, so. Die gehen nach hier weg und das sind im Endeffekt, diese Halbgraden sollen Mittelsenkrechten sein. Dann kann ich mir einen beliebigen Punkt wieder nehmen, irgendwo, oder schlage mit einem beliebigen Kreis mit einem Radius. Um den Mittelpunkt, und damit unterteile ich den, und damit unterteilen die Mittelsenkrechten den Kreis wieder in drei Kreisbögen, in drei Kreissegmente. Wenn ich mir jetzt beliebige Punkte auf diesem Kreissegment nehme, also nehmen wir zum Beispiel mal den hier, in je einem Kreissegment den hier und jetzt machen wir mal den hier, dann liegen die offensichtlich alle gleich weit weg, weil sie auf dem Umkreis liegen. Und wenn ich jetzt hingehen möchte und hieraus ein Dreieck konstruieren, dann kann ich das ganz einfach machen, indem ich eben diese drei Punkte miteinander verbinde und stelle dabei fest, dass natürlich von jedem Punkt zu jedem anderen immer eine Mittelsenkrechte überschritten wird. Hier der Fall ist noch interessant, nicht ganz unabsichtlich, dass die Mittelsenkrechten sind ja keine Halbgeraden, sondern Richtgeraden, also die gehen ja hier entsprechend weiter und die wird natürlich hier auch geschnitten, auch wenn nur ganz knapp. So, das heißt, ich kann, wenn ich eben von einem Schnittpunkt dreier Mittelsenkrechten ausgehe, dann Umkreis darum schlage, darauf Punkte definiere, in beliebiger Form auf dem Greifbogen, dann kann ich darin ein Dreieck konstruieren, und für dieses Dreieck gilt eben ganz klar, dass durch die Definition der Mittelsenkrechten das gegeben ist. So, man kann auch nochmal einen etwas komplizierteren oder etwas einen Fall machen, was noch ein bisschen klarer wird. Ich hoffe, so kommt es hin. So, jetzt schlagen wir da mal. Das sind jetzt meine drei Mittelsenkrechten. Hier ist natürlich ein kleiner Winkel drin. Jetzt schlage ich einen Kreis mit einem beliebigen Radius. Das ist natürlich nicht ganz in der Mitte. Und definiere mir wieder drei Punkte, die dann auch ein Dreieck bilden. Also nehmen wir mal den Punkt, den Punkt, den Punkt. Wie gesagt, drei Punkte, also kann ich auf jeden Fall ein Dreieck konstruieren. Ich durchschneide die eine Mittelsenkrechte, durchschneide wieder die zweite Mittelsenkrechte, und jetzt wird hier die dritte geschnitten, die aber eben die Verlängerung von der hier ist.
Oder wenn man es halt sehr breit machen will, dann haben wir halt sowas. Und da passiert es dann, da ist es dann etwas offensichtlicher, jawohl. Jetzt nehmen wir hier den Punkt, den Punkt, den Punkt, verbinden einmal hier rüber, einmal hier rüber, einmal hier rüber. So, jetzt ist aber interessant, unser, warum habe ich das alles erzählt? Unser Voronoi-Diagramm ist ja nichts anderes als Mittelsenkrechte. Das heißt, wir haben hier auch Schnittpunkte von Mittelsenkrechten. Und siehe da, wir haben Schnittpunkte, die uns an diese Konstruktion hier unten erinnern. Wir haben also Schnittpunkte von drei Mittelsenkrechten. Damit wissen wir aber auch, dass diese Punkte hier, dieser Punkt ist gleich weit entfernt wie dieser Punkt. Dieser Punkt ist, nehmen wir mal, dieser Punkt ist gleich weit entfernt wie dieser Punkt und dieser Punkt ist gleich weit entfernt wie dieser Punkt. Und dieser Punkt ist aber auch gleich weit entfernt wie dieser Punkt. Und damit wissen wir, dass die alle auf einem Umkreis liegen. Das heißt, ich kann die untereinander verbinden und wird dann die Mittelsenkrechten treffen. Das heißt also, ich verbinde jetzt hier über die Mittelsenkrechten, also über die Bisektoren, das Dreieck. Hier wieder dasselbe. Gleich weit weg wie der. Jetzt ist, wo haben wir den Bisektor? Jetzt ist dann er hier, gleich weit weg wie er, nur in meiner Zeichnung nicht so ganz. Und er ist gleich weit weg wie er, da war krumm gezeichnet. So, und das gleiche gilt dann auch hier unten. Der Punkt ist gleich weit weg wie er. Also bilden die auch wieder ein Dreieck. So, und was ich sehe, ist, hier muss ich nur noch schließen. Da haben wir jetzt wieder den Fall hier. Den finden wir hier wieder. Den Fall hatten wir, oder diesen Fall hatten wir hier. Aber im Endeffekt sieht man jetzt hier, dass ich in dieses Voronoi-Diagramm über meine Mittelsenkrechten eben die Dreiecke konstruieren kann. Dadurch, dass die auf dem Umkreis liegen. Und das ist dann die Dilloni-Triangulierung. Und man sieht auch, dass man die eben sehr, sehr einfach konstruieren kann. Also im Endeffekt, wenn ich dieses Voronoi-Diagramm habe, muss ich nur über die Punkte laufen, muss einmal aufzählen, welche Bisektoren sich da schneiden und drüber gehen. Wichtig ist halt, dass hier auch solche Bisektorverlängerungen im Prinzip zu betrachten sind. Also so war der Fall hier. Weil hier natürlich der Bisektor ist, der geschnitten wird. Und man kann dann eben auch, gucken, ob ich das jetzt schaffe, man kann dann eben auch hier, einen etwas krummen Kreis sehen, der diesen Mittelpunkt hat. Entsprechend hier wäre dann der Kreis so nach hinten gelagert, wieder auch. Ja, was man noch erwähnen sollte, was auch bei so einer Triangulierung passieren kann, ist, wenn ich jetzt auf dem Umkreis, machen wir nochmal etwas, wenn ich auf dem Umkreis, machen wir wieder das hier. So, und schlagen einen Kreis darum. Wenn ich jetzt auf dem Umkreis durch Zufall in meiner Menge S hier einen Punkt, da einen Punkt, da einen Punkt und dort einen Punkt habe, dann kann ich die Punkte natürlich trotzdem verbinden, würde aber kein Dreieck erhalten. Aber da das alles auf einem Kreis liegt, ist das, was ich erhalte, auf jeden Fall konvex. Und konvexe Polygone kann ich natürlich simpelst triangulieren. Ich habe mir einen Punkt genommen und laufe dann alle anderen Punkte ab. Ja, gut, das dazu.